Nein! Nein! Als ob ich da gestorben bin! Nein! Ciao zusammen und willkommen zu einem weiteren Tag in meiner Dezember-Challenge. Heute ist, glaube ich, der 4. Dezember und ich habe mich dazu entschieden, heute wieder eine weitere Folge von der... Oh nein, das war dumm. Oder? Die Kamera? Okay, ich gehe da lieber raus, weil die Kamera da ist ein bisschen... nicht so optimal. Genau, gut. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt wieder eine neue Folge von dem Joy-Con Drift Challenge zu machen. Genau, die kam ja eigentlich ganz gut bei euch an. Und ihr habt auch alle in den Kommentaren geschrieben, dass ihr einen Super Mario Odyssey Superstar Mode Replay sehr cool fändet. Und, oh, ich muss meinen linken Joy-Con ein bisschen reparieren. Es drückt nicht nach oben. Ich muss es besser befestigen. Okay, Mario läuft noch ganz langsam. Ich muss es noch besser befestigen. Noch stärker. So, jetzt läuft Mario wieder. Nein! Ah, ich hasse es. Es klebt nicht so richtig. Oh, ich hasse das. Wie habe ich es gestern eigentlich gemacht, als ich die vorgestrige Folge aufgenommen habe? Ich weiß nicht, was ich da anders gemacht habe. So, ich hoffe, dass es jetzt klappt. Also, die Reihenfolge war, glaube ich, so. Dann da. So wie in Mario 64, aber ich habe Mario 64 kaum gespielt, also... Ja, genau, so war die Reihenfolge. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, es ist jetzt gerade... wie viel Uhr ist es? Mario? Es ist gerade 18 Uhr, ich habe noch kein Video für heute, ich nehme jetzt das Video für heute auf. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen spät am Abend. Schaffe ich es um 20 Uhr? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ich gebe alles, aber ich... Aber ich muss doch zum Abendessen kommen, ja, wir wollen ja als Familie zusammen zu Abend essen. Und ja, ich hoffe, ich werde es schaffen. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, denn gestern hatte ich zwar den ganzen Tag frei. Ja, am Dienstag hatte ich einfach den ganzen Tag frei, keine Ahnung weshalb. Oh mein Gott, schaffe ich das? Doch, das schaffe ich. Habe ich den ganzen Tag frei, ich weiß nicht mehr weshalb, irgendwie Weiterbildung der Lehrer oder keine Ahnung was. Und ja, da hatte ich einfach den ganzen Tag frei, aber da war ich unterwegs. Da habe ich einfach... am Morgen, Nachmittag ein bisschen am Video gearbeitet und am Abend kam halt Life is Strange 2, die 5. Episode raus und vielleicht wisst ihr das ja, ich bin ein absoluter Life is Strange Fan und naja, das Ending der 5. Episode hat mich schon sehr stark getroffen, emotional, aber vielleicht kommt noch irgendwie Life is Strange Content irgendwann mal auf diesem Kanal, weil dieses Spiel ist ziemlich genial, aber jedenfalls konnte ich dann gestern am Abend nicht mehr eine neue Folge aufnehmen, so und... Ich bin gerade am überlegen, was es am Montag gibt, weil eigentlich sehe ich da kein allzu großes Problem. So, mit den Cheap-Cheeps geht es eigentlich auch ganz gut, ja. Also, ich schneide euch ein bisschen die Monde zusammen. Vielleicht können wir dann sogar in dieser Folge schon ins nächste Land, ins schlimmere Land. Mal sehen. So, da schütteln. Und dann haben wir da den Mond. Dann da noch ein Mond unter dem Shop. Da ein bisschen schütteln für den nächsten Mond. So, da habe ich noch einen weiteren Mond und nein! Die Kamera! Nein! Ah gut. Ja. Okay. Softlock, aber nicht wirklich, weil... Genau, ich kann nach unten tauchen und dann kann ich einfach sterben. Genau, einfach warten, bis die Luft ausgeht und kann ich sterben und dann spawn ich irgendwo. Bei einem Checkpoint, glaube ich, falls ich einen aktiviert habe, sonst einfach bei der Odyssee. Und? Wo spawne ich? Bei der Odyssee? Nein, bei einem Checkpoint. Okay. So, ich habe noch Bock, diesen Mond da oben zu holen. Da müsste man ja, glaube ich, eigentlich mit dem... mit der Düsenkrake, genau so heißt da der offizielle Name auf Deutsch, müsste man eigentlich so da rumgehen. Ich hasse dich, Gumba. So, Moment mal, ich will den Joy-Con nach oben werfen. Moment mal. So, nach oben werfen, genau. Und dann kapern. Ah, alles genial. Die Kaperung als Teleportation zu benutzen ist halt einfach, das war richtig cool. So, und dann dieser Jump soll dann auch easy machbar sein, ja. So, dann fehlen nur noch 2 Monde. Ja, das Küstenland ist ziemlich easy, wenn man nur die 10 Monde haben will. So, da ist ein Mond und Kappe wird da jetzt einen Kommentar dazu abgeben, das weiß ich. So irgendwie, oh mein Gott, wie hast du das dort gefunden oder so? So etwas wird jetzt Kappe sagen. Genau, das aber, genau. Die Rede geht echt nicht. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Ich weiß, wann sich Kappe meldet. Da liegen so viele lila Münzen herum, aber die zusammen bringt einfach überhaupt nichts, weil ich in Bewegung kann ich nicht einfach sprechen, oder? Ich kann auch nicht in First-Person-Mode gehen, um zu sprechen, da muss ich einfach still stehen und naja, ich kann die lila Münzen irgendwo gegen Kleidung oder so eintauschen. So, wir sind fertig, gehen wir ins Schlemmerland. Das Küstenland war überhaupt nicht spannend.
Ach ja, und ich kann nicht einfach teleportieren, weil wenn ich die Karte öffne, dann, haben wir es an die Kommentare geschrieben, weshalb ich nicht einfach die Karte öffne. Ja, der linke Stick geht ein bisschen völlig und der linke Stick zeigt ein klein wenig nach rechts, aber ich glaube, ist nicht wirklich das größte Problem. Er zeigt schon größtenteils direkt nach vorne. Okay, auch bei mir. Auf Twitter habe ich gesehen, dass sich Nintendo da aufgeregt hat und jetzt auch bei mir. Urheberrechtsanspruch für Inhalte. Da New Super Mario Bros. U Deluxe. Bekam ich jetzt gerade Mails von YouTube. Irgendwas warte, ich habe da nur den Tweet ganz kurz gelesen von Nintendo, dass er da scheinbar Probleme hatte. Okay, ich muss das genauer ansehen. Dann nach der Aufnahme. Das ist. Ich weiß nicht, ob die Videos jetzt angenommen wurden oder so von New Super Mario Bros. U Deluxe, weil die Challenge-Videos waren schon ziemlich cool eigentlich. So, aber egal. Gehen wir jetzt wieder zu der Aufnahme, zum Mario Odyssey. Die drei Brudel sind da, ja, und ich will diesen Sprung schaffen, der ist sicher möglich mit der Challenge. Ja, ich denke, weil das Schlemmerland wird auch nicht allzu schwierig. Ich sehe da, ich glaube, es gibt keine wirklichen Orte, wo die Kamera ein Problem sein sollte. Es macht so Spaß, diese Jumps zu machen, nach dieser Challenge. Ach. Die Steuerung von Mario ist halt einfach perfekt in diesem Spiel. Das liebe ich einfach so sehr an Mario Odyssey. Mein zweites Video auf diesem Kanal war, glaube ich, war der eine Grund, weshalb Mario Odyssey so cool ist. Und das ist halt einfach das Movement. Nicht irgendwie die Kaperungen oder die Welten oder so. Das Moveset ist einfach so genial. So, okay. Genau. Da war die Kamera ein bisschen blockiert, aber es ging schon. Ich konnte mich da befreien. So, genau, ja, dann bin ich schon beim Boss und der sollte auch ganz easy machbar sein. Down! Irgendwie, um ehrlich zu sein, ist diese Challenge eigentlich gar nicht mal so cool. Also ja, Mario läuft halt die ganze Zeit nach vorne, aber in den meisten Fällen endet das eigentlich gar nicht so viel. Und du musst einfach sehr viel rausschneiden. Ich denke. Oh nein. Kann ich da, weil ich schnell bin? Genau, dann kann ich das retten. So. Nein. So, genau. Also ich denke, für ein Stream-Projekt wäre diese Challenge, glaube ich, besser gewesen, aber ich habe einfach ein bisschen Probleme mit dem Internet. Also es funktioniert manchmal, dann ist es sehr, sehr gut, aber es bricht halt häufig die Verbindung ab und also es ist halt nicht immer konstant und da ist einfach nicht so gut zum Streamen. Und da habe ich einfach ein bisschen technische Probleme jetzt zur Zeit und da kann ich nicht leider nicht streamen. Ja, also die No-Fun-Challenge, die Bestrafung muss ich noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich habe gestern beim Support angerufen bei unserem Internetanbieter und die haben gesagt, irgendwie ein bestimmtes Kabel ist ein Problem. Jetzt haben sie scheinbar ein neues Kabel entwickelt für den WLAN-Router irgendwie und das ging ich jetzt heute nach der Schule in der Stadt abholen und muss ich dann noch installieren, mal sehen, ob es dann wieder klappt. Ich hoffe es, weil ich vermisse ein bisschen das Streamen. So, ich will jetzt den Schalter. Ich will den Schalter. Yes. Endlich. So, aber zuvor will ich noch diesen Mond hier bekommen. Und das war ein bisschen dumm von mir. Ich sollte eigentlich da hier so starten, genau. Weil da dort beim Mond ist ein bisschen höher, aber da geht es doch voll. Nein, was mache ich? Egal, ich werde sowieso dann bald geheilt bei dem Mond dort vorne. Oh nein, nein, der Dive war ein bisschen dumm. Jetzt muss ich halt einmal getroffen werden, aber das ist kein großes Problem. Es ist so einfach häufig, diese Challenge. Man denkt zuerst, es wäre ein großes Problem, aber es ist es eigentlich gar nicht. Aber ich freue mich dann auf die stockfinstere Seite des Mondes. Das wird eine coole Challenge. Also ich denke, ich werde einfach da die Story schnell fertig machen auf diesem Spielstand. Dann, wenn ich dann fertig bin mit der Story, werde ich dann noch die stockfinstere Seite und ja, schreib mal in die Kommentare, ob ihr sonst noch etwas sehen wollt mit dieser Challenge. Ob ihr noch einen bestimmten Challenge-Raum sehen wollt oder ob ich vielleicht auch auf der finsteren Seite des Mondes die Challenges machen soll und das war dumm. Weil ich denke, nachdem ich Story beendet habe, mache ich einfach die stockfinstere Seite und dann kann ich das Projekt abschließen, ja. Aber eben, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr noch etwas Bestimmtes sehen wollt. Nein! Ah! So, auf den Schatten achten und genau. Und dann ist auch dieser Mond eigentlich keine so große Sache. Ich habe keine Ahnung, weshalb ich da zweimal gestorben bin. So, da gleich direkt schütteln, weil sonst zeigt das Ganze nach unten. Und ich denke mal, das Fleisch sollte auch ein großes Problem sein. Genau, das bewegt sich automatisch da hierhin. Ich muss ein paar Mal springen, genau. Und dann habe ich auch schon den Multimond in meiner Tasche.
So, ich mache mal noch diese Challenge da, mal sehen, ob wie schwierig die ist. Oh nein, Wandsprünge. Wandsprünge. Ich glaube, Wandsprünge sind manchmal ein Problem. Oh nein, die Wand da ist tatsächlich ziemlich nah beieinander. Okay, das geht. Das geht tatsächlich. Im Wüstenland hatte ich da ziemlich Probleme in diesem einen Challenge-Raum. Aber dort waren auch die Wände ein bisschen weiter voneinander entfernt. Ja, das geht ja. Und wo muss ich eigentlich hin? Ich habe jetzt eine Wand übersprungen. Ich glaube, ich musste dort weiter links mit den Hotheads arbeiten. Aber ich mache, was ich will. So, Schnellstampfattacke. Oder so umdrehen. Ja, umdrehen ist manchmal ein bisschen schwierig, aber... Ja, wie gesagt, die Challenge ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also, was gibt es doch für Sterne, die schwierig sein könnten? Danach kommt ja das Ruinenland. Da denke ich, sollte es eigentlich auch ganz gut gehen. Dann das Bowserland. Aber vielleicht die 2D-Area bei der Flucht auf dem Mond. Ich glaube, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, die 2D-Area. Aber ja, mal sehen. Ach, der Mond ist ein bisschen schwierig zu bekommen, aber ich glaube, es wird trotzdem gehen. Muss einfach das perfekte Timing erwischen und ich sehe zwar nicht so viel mit der Kamera, aber es geht schon. Ich werde es schaffen. Vielleicht kann ich direkt auf den springen irgendwann. Ich werde es versuchen, ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Oh mein Gott. So. Ja. Oh nein. Ich glaube, ich muss... Nein. Nein. Als ob ich da gestorben bin. Nein. Nein. Okay, dann verzichte ich halt auf diesen Mond. Es gibt sicher noch viele weitere. Und weshalb wurde ich da jetzt nicht vom Feuer getroffen? Ich glaube, die Hitbox wurde noch nicht geladen. Ich glaube, die kommt jetzt später. So, da ein bisschen campen. Dann kommt da das Feuer. Und dann da ein bisschen campen. Easy. Ey, so einfach. So, und ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, gegen den Boss zu kämpfen. Ich will die drei restlichen Monde auf andere... Ich will drei echte Monde irgendwo noch finden. Ich glaube, da oben ist ja ein Mond. Oder ja, ich muss da von der Fackel ausspringen. Schade, oh nein. Das ist suboptimal. Das ist vielleicht gut, vielleicht brennt es jetzt nicht mehr. Ja, es brennt nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt, nein. Ich will da hoch. So. Capthrow. Dive. Ah! So, jetzt 1, 2, 3. Deshalb war das kein Triple Jump. Egal. Nein, nicht egal. Ich bin tot. Ich weiß, es gibt auch den normalen Weg, aber den nehme ich nie. Ich nehme nie den normalen Weg. Ich bin schon ein paar Mal runtergefallen, aber ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen, diese Abkürzung zu nehmen. Auch wenn es jetzt bei weitem keine Abkürzung mehr ist, weil ich so oft gefailt habe, aber ich werde es schaffen. Dieser Safe. Vielleicht mache ich diesen Jump. Ja, da bekommt man auch eigentlich ziemlich viel Höhe. Ah! Vielleicht ist das nicht möglich wie diese Challenge, aber doch. Doch, es muss möglich sein. Es muss möglich sein. Vielleicht mache ich einen Capy-Roll-Jump. Ja, Capy-Roll-Jump. Ich habe den schon so lange nicht mehr gemacht, einen Capy-Roll-Jump. Meint, wie geht der schon wieder? Meint mal, ich muss ihn mal da auf dem Trockenen üben. Ja, genau. Oh, der macht so Spaß. Der macht so Spaß, der Capy-Roll-Jump. Ich liebe diesen Jump. Wer sagt, das ist unmöglich? Der Capy-Roll-Jump hat mich gerettet. Nice, aber Moment mal, gibt es da oben eigentlich irgendwelche Monde? Oder muss ich trotzdem gegen den Boss kämpfen? Na, ich glaube, ich werde gegen den Boss kämpfen. Was soll's. So, da bin ich oben. Let's go. Nein! Die Kamera, die ist seltsam. Aber es geht, es geht. Es geht. Die Kamera war kurz ein bisschen seltsam, aber ich denke, der Fight wird möglich sein. Nein, also es ist ein bisschen schwierig. Ich kann nicht abbremsen. Okay, aber ich denke, es wird trotzdem möglich sein. Aber da, bei der dritten Phase... Ah nein, hat aufgehört. Da wusste ich gar nicht, dass es geht. Ich dachte, er würde jetzt unendlich lang einfach so machen. Aber ich kann es ja schnell beenden, nämlich einfach von unten irgendwie
gegen seinen Po springe. Das ist mühsam. 2000 Jahre später. Ach, wisst ihr was? Ich habe absolut gar keinen Bock mehr. Ich bring mich einfach um und hole die restlichen 3 Monde irgendwo an einem anderen Ort. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Fight. Das ist vielleicht irgendwie möglich. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Video auf Twitter senden, wie ihr die letzte Phase schafft. Aber ich habe definitiv keinen Bock mehr. Und ich wollte eigentlich zu Captain Toad gehen, aber ich kann nicht mit ihm sprechen. Also dieser Mond wird definitiv mal nichts. So, ich gehe mal in diesen Challenge-Raum. Moment mal, muss ich alles öffnen? Vielleicht muss ich... Ah! Okay. Gehen wir da rein und holen wir uns da 2 Monde. Mond 1, oh mein, vielleicht gibt es da Kameraprobleme. Ja, aber das kann ich easy lösen mit Wandsprung, dann rausdiven. Genau. Yes, ach endlich. So, und der letzte Mond für heute wird entweder der da oder der auf der Insel. Mal sehen, ob ich diese Challenge da schaffe. Okay, ich habe die Challenge nicht geschafft. Okay, dann schließe ich halt da diese... Nein, es sind keine Löcher. Egal, ich mache einfach schon diese Aufgaben, habe ich den letzten Mond für heute. So, gut, dann war es mit der Folge. Also diese eine Stelle da bei dem Boss, das hat mich ein bisschen salty gemacht, aber sonst ging es eigentlich ganz gut. War eigentlich relativ easy. Ich denke mal, es wird von diesem Projekt noch irgendwie 2 Folgen geben. Ich denke mal, ja. In der nächsten Folge machen wir das Ruinenland, das Bowserland und vielleicht noch ein bisschen vom Mondland und dann in der letzten Folge dann vielleicht den Final Boss und dann noch die Schockfinsterseite. Ja, irgendwie so etwas. Also 2, maximal 3 Folgen von diesem Projekt wird es noch geben und ja, also bis zum nächsten Video. Tschüss.